Ja, liebe Freunde, wir wollen noch mal einen kurzen Rückblick zeigen aus Paris, wo wir hier verteilen. Da oben ist das Konsulat auch, wo wir dann verteilen. Das sind jetzt die letzten Dinge. Hier haben wir noch was für Tschechisch, was nach Tschechien mitgeht. Und in der Offenbarung 22, Vers 17 heißt: Wem da dürste, der komme, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Genau, wer nach Wahrheit dürstet, der kommt zum lebendigen Herrn, zum Herrn Jesus Christus, und er wird die Fülle des Wassers des Lebens umsonst bekommen. Genau, wir warten auch von der Polizei kontrolliert und mit drei Polizisten direkt. Wahrscheinlich haben wir wieder Ärger bekommen, aber genau, wir können eben hier erkennen, dass wir hier verteilen und dass die Menschen hier vorbeikommen aus und wollen da eben kurz noch sprechen und die Literatur, die wir hier auch weitergeben, in Französisch, genau, Brief für dich, und die Mali-Testamente hier eingepackt in die Tüten, ja, in Rumänisch. Die eine Polizistin war Rumänisch, das hat sie gleich verstanden hier, Türkisch und genau, Albanisch, aber das meiste ist hier Französisch. Und genau, wünschen euch gottesreichen Segen. Und aus Offenbarung, ich glaube Vers 17 war es gewesen: Wer dürstet, der komme, wer will. Wir sind jetzt gerade eine gute Stunde hier und hatten zwei Kartons in Zorninke schon verteilt. Und genau, das ist unsere große Hoffnung. Da oben ist die große Moschee. Und genau, da wollen wir eben auch euch auch Mut machen zu sagen: Jawohl, gebt das lebendige Wort weiter. Es ist das Wort des Lebens umsonst. Und genau, einen kurzen Bericht noch. Morgen sind wir dann schon wieder in Deutschland. Fahren wir nach Ostdeutschland, nach Ösnitz zur Evangelisation. Werden da auch das Video hochladen über das tausendjährige Reich und über die Zukunft. Was sagt die Bibel dazu in der Offenbarung? Ja, Gottes Segen euch, Ralf. Ja, was sagst du heute nochmal dazu, zu den letzten Tag heute in Paris? Ja, interessant, ein bisschen nervaufreibend, weil gerade die Polizei kam. Wir versuchen hier halt unser Bestes zu geben. Es sind anscheinend auch viele Soninke, die leider nicht lesen können. Ja, ist halt so. 20% können wir nur lesen, wie ich gehört habe. Aber ja, wir gehen das Risiko ein und hoffen, dass halt ein paar sich die Mühe machen, das Evangelium lesen und dass das Wort Gottes ihre Herzen erreicht. So, so sieht es aus. Das ist also das Evangelium, Matthäus-Evangelium in Soninke. Mit dazu kommt noch ein Kalender, französisch-arabisch, und ein Brief für dich. Und mit einem QR-Code, das kannst du dir ja vielleicht auch nochmal kurz zeigen, genau. Bei einem, wo noch nicht eingepackt ist. Genau, das ist auf der Rückseite, das ist hier auch nochmal drauf. Mit der Flagge von Mali und QR-Code, wo die Leute hier oben das Neue Testament direkt runterladen können. Und hier finden sie noch einige Jesus-Filme in. Mali, Monsieur? Mali? Soninke? Ja, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick bekommen. Danke für alle Gebete. Es sind überall Malier. Das ist ein völlig unerreichtes Volk hier, wie ihr es hier sehen könnt. Ich komme hier vom Konsulat hier runter. Aber wir wünschen euch gottesreichen Segen. Und in Frankreich ist es wohl erlaubt. Also die Polizei hat noch nichts gemacht. Aber wie lange das jetzt noch geht, wissen wir nicht. Aber genau, wir hatten auch gerade einen algerischen Juden getroffen mit Kippa, der es genommen hat. Also jeden Tag treffen wir auch hier Juden. Und das ist auch ein Segen. Orientalische Juden und europäische Juden. Genau, gerade hat die einen Mann auch getroffen, der hat genau einen Arm verloren, das hat man gesehen bei seinem Jackett. Da hat er gemeint, wie er als Junge, als 14-Jähriger vom Baum runtergefallen ist, aus 7 Meter Höhe. Und genau, hat es überlebt, aber hat sich eben, hat den Arm dabei verloren. Und genau, konnte auch sehr gut Englisch sprechen, was ja auch wenige aus Mali können. Und hat sich sehr gefreut, den habe ich zusätzlich ein Neues Testament auch in Französisch noch geben können. Ja, Gottes Segen, dass wir sehen können, laufen können, greifen können mit den Armen. Das sind alles viele Wunder. Von daher, genau, Gottes Segen, auch das Evangelium zu erkennen. Es gibt Länder wie in Mali, die sind völlig unerreicht. Oder von Tibet haben wir ja auch gezeigt, da haben wir Rückmeldungen bekommen, dass es ja sehr schwierig möglich ist, zum Glauben zu kommen. Aber wer nach dem Wasser des Lebens dürstet, der wird es eben auch finden, und das ist unsere große Hoffnung. Von daher Gottes reichen Segen Ihnen. Danke fürs alles Gebet. Wenn Sie Jesus Christus noch nicht angenommen haben,
Wem dürstet, der trinke von dem Wasser des Lebens umsonst. Offenbarung 22, Vers 17. Shalom.